Wenn man ein Unternehmen gründet, wird es schon richtig schwierig hier in Deutschland. Man sollte meinen, wenn man ein Unternehmen kauft, ist es einfacher. Ich habe die Erfahrung gemacht in meinem Prozess der Unternehmensübernahme von einem Eigentümer, der gerne verkaufen wollte, aus Altersgründen, dass man da an Probleme stößt, wo man vorher gar nicht drüber nachgedacht hat. Ich habe mich mit der Hausbank über Fördermittel unterhalten. Es gibt verschiedene Förderprogramme von der NRW-Bank, KfW-Mittel, machen auch alle ganz tolle Werbung, präsentieren sich immer als die Unternehmensunterstützer. Das ist richtig, aber am Ende habe ich erfahren, wer ist eigentlich der ganz große Gewinner? Ich hatte bei mir jetzt die Erfahrung gemacht, dass die Fördermittel von NRW und KfW, die ich gezogen habe, von der Bürgschaftsbank verbürgt werden müssen. Das war zwingende Voraussetzung, das gehörte mit dazu, da gab es auch keinen Weg drumherum. Ist aus den Aspekten der Sicherheit mit Sicherheit auch ein vertretbarer Punkt. Wenn man sich jetzt mal überlegt, und ich mache es etwas provokativ, ich nehme mir Steuergelder. Das ist das, was womit die KfW und die NRW-Bank hantieren. Das sind unsere Gelder, mit denen wir den Staat unterstützen. Und die Bürgschaftsbank hat die gleichen Gelder. Die hat auch nur Steuergelder. Und die Bürgschaftsbank gibt Steuergelder, unsere Gelder, und birgt dafür für die Steuergelder von NRW-Bank und KfW. Und das heißt im Endeffekt, wenn ich auf die Schnauze falle, sind unsere Gelder so oder so weg. Wo ist jetzt der große Gewinner? Das ist Vater Staat. Weil ich zahle auf der einen Seite Tilgung und Zinsen an KfW und NRW-Bank, vollkommen in Ordnung, ist auch richtig, die sollen das Geld ja wieder kriegen, aber gleichzeitig zahle ich Gebühren an die Bürgschaftsbank dafür, dass die mit Steuergeldern gerade stehen, wenn ich auf der anderen Seite hinfalle. Ich zahle doppelt für eure Gelder und der Gewinner ist der Staat. Mag ein vernünftiges System sein, aber in dieser Sekunde habe ich mich einfach nur gefragt, wo sind wir eigentlich hier noch?